alter Verwalter. Oh, einen Moment lang sah das echt übel aus. Dachte nicht, dass wir da lebend rauskommen. Nein, Stins macht sowas nicht. Bist du dir da so sicher? Er ist aus Haywood, so wie wir. Hast Anzüge, genauso wie du und ich. Er hat getan, was sein musste. Wäre ich nicht aufgekreuzt, würdest du jetzt in der geilen Karre durch Night City cruisen? Jo. Ach komm, der Plan war von Anfang an scheiße. Selbst Schwarzmarktmagie aus Kabuki kann so einen Alarm nicht ausschalten. Hätte wissen sollen, dass ich die Bullen am Arsch hab. Gott hat's wohl nicht anders gewollt. Jackie Wells. Wie? Ich kenne dich doch. Aus dem Coyote. Da habe ich auch diesen Job bekommen. Ja. Moment. Wells wie Mama Wells? Deshalb kam mir dein Name bekannt vor. Meine Mutter, ja. Das Coyote ist ihr Schuppen. Komisch, dass wir uns noch nie getroffen haben. Ja. Hab den Auftrag für diesen Autoklau im Coyote bekommen. Von Kirk. Du arbeitest mit dieser Pestsäcke. Pepe schuldet ihm was und kann nicht zahlen. Wollte ihm helfen. Ha, Mann. Frag mich echt, warum Pepe sich von diesem schmierigen Kirk was sagen lässt. Hab gehört, der hat die Kartelle im Rücken. Kartelle? Nee, nee. Ich kenne diese Kartelltypen. Und garantiere dir, keiner von denen hat je von Kirk gehört. Cabron, du musst lernen, was Anstand und Ehre in Haywood bedeuten. Komm, lass uns was essen gehen. Okay. Essen? Du musst das Chili meiner Mama probieren. Bestes der Stadt. Okay. Ich habe ein echt gutes Gefühl. Was meinst du? Uns beide. Zwischen uns stimmt die Chemie, weißt du? Und jetzt komm. Ich bin am Verhungern. Dann mal los. Ich sterbe vor Hunger. Ja. Dann mal los. Holy moly macaroni. Hallo, Night City. Stanley hier und vor uns liegt ein neuer Tag in der Stadt der Träume. Ich liebe diese Stadt. Liebe sie so, wie man eine Mutter lieben würde, die einen irgendwann mal vor einem Kinderheim ausgesetzt hat und einen jetzt um eine Kippe anbettelt. Jeden Tag gibt es hier 100 Neuankömmlinge. Aber nur die Hälfte dieser Deppen überlebt das erste Jahr in einem guten Jahr. Und warum kommen diese Leute nach NC? Weil die Straßensamurais wie Morgan Blackhand und Wayland Boa Boa sein wollen. Je größer das Risiko, desto größer die Belohnung, heißt es zumindest. Aber man kann nicht ewig ganz vorne dabei sein. Je schneller du lebst, desto schneller bist du am Ende. Wenn du nicht schon vorher eine Kugel abkriegst. Alter Verwalter. Wisst ihr, wo man die meisten Night City-Legenden findet? Auf dem Friedhof. Glücklicherweise ist es egal, woher du kommst, wo du anfängst. Es geht nur darum, welchen Weg du gehst. In Night City, der Stadt der Träume. Yeah, baby. Yeah, 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 baby. Alright. So. Die Tussi muss irgendwo in diesem Gebäude sein. Ihr wimmelt bestimmt von den Pendejos, die sie entführt haben. Augen und Ohren auf, okay? Da fällt mir ein, ich hab da was für dich. Oha. Militech Trainingssplitter, falls du Nachhilfe im Fressepolieren brauchst. Okay. Lust auf ein paar VR-Zielübungen? Ja, von mir aus. Klar, kann nicht schaden.
wir müssen ja erstmal gucken, wie alles funktioniert, ne? Das wissen wir ja alles noch nicht. Beginnen wir mit einfachem Kampftraining. Dieser Durchgang wird zur späteren Beurteilung aufgezeichnet. Okay. Dieser Kurs wurde dafür geschaffen, die grundlegenden Kampffähigkeiten zu stärken und ihre Reflexe zu verbessern. Die Fähigkeiten, die Sie hier erlangen, werden Ihnen helfen, auf dem Schlachtfeld zu überleben. Okay. Ich werde Sie im Umgang mit Feuerwaffen, dem Einsatz von Tarntaktiken und dem Hacken feindlicher Netzwerke instruieren. Okay. Denn bei Militech haben wir... Denn bei Militech haben wir nichts drauf. Ja, hallo. Außer natürlich hirntote Chromtrottel zu züchten. Und jetzt, Station 1, du Made. Los, los, los! Ja, ich bin doch schon da. Mann, 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 schon mal deine Base. Versuchen wir das Programm mit den taktischen Zielübungen, okay? Zum Aufwärmen. Okay. Ich wusste, damit würdest du keine Probleme haben. Machen wir es ein bisschen interessanter, okay? Ja, klar. Okay. Nicht übel, aber es ist realistischer, wenn das Ziel sich wehrt. Okay. Steh nicht rum, geh in Deckung. Ja. Du wurdest verletzt. Mit dem Reanimator heilst du dich. Reanimator? Okay. Nehmen wir und dann. Ah ja. Ah ja, okay, alles klar. Dann weiß ich Bescheid. Geh zum Trainingsbereich, wenn du soweit bist. Oh, sieh an. Diesmal hat er seine Tools dabei. Du weißt, was zu tun ist, wie. Okay. Alter, Verwalter. Da will ich auch mal was. Kopfschuss, nice. Ja, komm schon. Oh, Lebensanzeige ist aber noch gut. Ich treff nix. Gleich von hier. Ah, nice. Jawohl. So, komm schon. Zeig dein hübsches Köpflein. Aua. Ja, nice. Super Arbeit, Lee. Stell dich auf die Plattform, dann geht's weiter. Alles klar, mach ich. Achso, auf die Plattform. Entschuldigung. So. Als nächstes steht Hacken auf dem Menü. Okay. Ich habe das Kursmaterial ein bisschen gewürzt. Okay. So, dann schauen wir da mal. Hacking. Aha. Aktiviere deinen Scanner. Okay. Mit L1. Okay. Halte gedrückt, um deinen Scanner zu aktivieren. Ah ja. Okay, was wollen wir da machen? Objekte werden Gold. Hervorgehoben. Ah ja, okay, alles klar. Alles klar. Trainingsmodul. Lerk, hack dich in den Bildschirm, um die Wache abzulenken. Okay. In den Bildschirm hängen. Okay. Ausführen. Tut er jetzt schon irgendwas?
hast es fast. Fast. Gleich nochmal von vorn. Ah ja. Hack dich in den Bildschirm, um die Wache abzulenken. Okay. Okay, ja, Big Hack wird hochgeladen. Alles klar. Benutze. Ich verstehe. Also, das habe ich schon. Wenn du einen Server installiert hast, zeig dein. Ah, ja. Stil vor Substanz. Gut. Jetzt schalte ihn leise aus. Okay, er gehört dir. Nicht schlimm, gleich nochmal. Oh Gott, okay. Ja, das war schlecht. Hack dich in den Bildschirm, um die Wache abzulenken. Achso, ja, alles klar. Mach ich doch. Sag mal. Ich hab doch jetzt. Was verstehe ich denn daran nicht? Pingy ist bereits aktiv, okay. Denke dein Gegner. Ablenkungsmanöver, okay. Vor Substanz. Gut. Jetzt schalte ihn leise aus. Okay, er gehört dir. Schalte ihn aus. Ah ja. Alles klar. Es ist nie klug, Spuren deiner Arbeit zu hinterlassen. Besonders die von der Totensorte. Heb die Leiche hoch und versteck sie irgendwo. Ja, hier wahrscheinlich dann. Ja, okay. So. Okay. Aber weggeworfen. Okay. Jetzt erledige ihn in einer flüssigen Bewegung. Okay, tun und verstecken. So. Tag. War doch gut, oder? Bist du bereit, ein paar Typen in Echtzeit zu hacken? Viel Spaß. Ja, okay. So, dann brauchen wir wieder L1. Kamerasteuerung. Okay, fortgeschrittene Quick Hacks ermöglichen es dir, Umgebung oder sogar Gegner zu deinem Vorteil zu nutzen. Alles klar. Okay. Was können wir da machen? Okay, 55. Hä? Okay. Was sollen wir da machen? 55? Hä? Zum Upload. Was ist denn da der Code? 55, 55 oder was? BD? Ah ja, Nummer 55. Jetzt, zünde die Granate. Ah ja. Okay, ich muss erstmal mit der Steuerung klarkommen. Okay, müsste jetzt zünden. Ja, oder? Ja. Ah ja, sehr gut. Hat geklappt. Oh, wenn du das Scannen aufhörst, geht das Hacken schneller. Du musst das Ablenkungsmanöver auswählen. Ah, mal gespannt. Ich hatte auch so meine Schwierigkeiten. Du kannst nur die grau markierte Zeit auswählen beim Breachen. Ja, ne? Ja, man muss sich erstmal ein bisschen dran gewöhnen. Das stimmt schon. Einfach Hirn ausschalten und Befehle befolgen. Wie ein guter Militech-Wachhund. Ja.
Hi, Lord Loyal. Ich habe hier weitere Module, wenn du noch etwas trainieren willst. Oder du Scheiße, was war das eh? Aber denk dran, auf der Straße gibt's keine Tipps und zweite Chancen. Beende deine... Okay. Stealth, ja, machen wir mal Stealth, ja. Stealth kann ich. Und wie? Wie Rambo okay. Stealth macht, zuerst ne? Zuerst widmen wir uns deinem Schleichtalent. Ja. Wir schleichen schon mal ans Ziel. Okay. Was? Um drei Options. Ihren Ziele. Ah ja. Okay. Ah ja, 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 okay, okay. Und jetzt müssen wir quasi markiere alle. Ach so, wir müssen sie alle markieren. Okay. So, okay. Und dann alle markiert, oder? Gegner. Und jetzt. Gegner, die nicht bemerkt haben, setzen. Betritt den Trainingsbereich. Okay, alles klar. Machen wir dann. Okay. Kann ich diesen Trainingsbereich jetzt, Ah ja, okay, alles klar. So. Okay, dann gehe ich mal direkt wieder. Ja, hat mich schon entdeckt, oder? Ja, nice. Entdeckung, schnell. Okay, nice, ja. Nice. Jetzt geh langsam Richtung Ausgang, ohne entdeckt zu werden. Kann ich ganz runter? Ja, er hat immer ein Auge auf mich. Hier geht's um Tarnung, wie? Schon mal eine Ninja-BD erlebt? Genau so. Oh, oh. Oh nein! Ja, das war sau schlecht. Du hast es fast. Das, fast. Gleich nochmal von vorn. Ja, komm. Mal von vorn. Das war ja extrem blöd. So, okay. Der hier wird immer nach mir schauen. Also wäre es gut, wenn wir... Irgendwas müssen wir ja mit dem machen, oder? Mit dem machen. Betrittst du das Schwert eines Gefühls? Ja, ja, ja. Entdeckung, schnell! Nice, nice. Jetzt geh langsam Richtung Ausgang, ohne entdeckt zu werden. Aber der sieht mich doch. Der sieht mich doch auf jeden Fall. Ausweichen, schneller Angriff. Hier geht's um Tarnung, wie? Schon mal eine Ninja-BD erlebt? Genau so. Okay. Scheiße, der sieht mich doch gleich. Ach, Kacke. No, warte. Weiter zum nächsten Bereich. Okay, das haben wir gerade so. Ohne einen Kill. Ohne einen Kill. Okay, alles klar. Ja, gut, hätte ich wahrscheinlich, ja. Halt die Augen offen nach Sicherheitssystemen wie Geschützschirm und Überwachungskameras. Die Alarm auslösen und Gegnern deine Position verraten. Ach, halt. Okay. Jetzt nochmal dasselbe, aber mit Kamera. Ach, schön. Bleib einfach hier, so sieht sie mich nicht. Nee, warte mal, hier geht's ja gar nicht lang. So, So. Können wir ganz runter? So. Wo müssen wir jetzt eigentlich? Quatsch. Markiere die Kamera. Ach, wir müssen die Kamera markieren. Okay, alles klar. Warte mal, die markieren wir uns doch dann direkt mal
Hier so, da sind wir doch im sicheren Bereich. So, okay. Okay. Erreiche den Ausgang. Ah ja, okay, alles klar. So. Zurück zum Training, Rekrut. Wieso denn? Wir sind doch, bin doch voll dabei. Hast du gut gemacht. Stell dich auf die Plattform, so kommst du raus. Gut, okay. Naja, dann sind wir dort. Ja. 3 von 4, alles klar. So, Heckenhammer. Kampfgrundlagenhammer. Bleibt das noch. Was ist das? Fortgeschrittener Kampf, oh Gott. Okay. Ja gut, dann Zeit für ein wenig schmutzigen Kuschelkampf. Ja! Schalt ihn aus. Aber Vorsicht, der sieht fies aus. Ja. Hallo? Hallo? Kuscheln! Aua! Nee, doch nicht kuscheln. Okay. Ausweichen. Schwerer Schlag. Okay. Mit L1 und R. Ah, ja, alles klar. Okay. Okay, das reicht. Suchen wir einen, der eher in deine Gewichtsklasse passt. Ja, wäre vielleicht gar mal schlecht. Okay. Okay. R2, schneller Schlag. Okay, alles klar. Komm her! Zack, boom! Kombination. Boom! Um eine Kombo aus schnellen Angriffen auszuführen, drücke R2 während der vorige schnelle Angriff ausführen. Ja, hab ich mal. Oh ja, jetzt gemacht, ne? Ah ja. Schwere Angriffe. Halte R3 um einen schweren Nach. Ah ja, okay. Okay. Ausdauer. Fortlaufendes Angreifen deines Gegners kostet dich Ausdauer. Schnell und schwer Nahkampfangriffe verbrauchen unterschiedlich viel davon. Achte hin und wieder auf den gelben Ausdauerbalken am oberen Dingsbums vom HUD. Okay, alles klar. Blockende Gegner. Dein Gegner ist in Abwehrhaltung. Greif ihn an, um zu sehen, wie deine Angriffe ihn beeinträchtigen. Alles klar. Schauen wir die Schwierigkeit von leicht auf normal hoch. Der nächste Trottel kann blocken. So, warte mal, jetzt laden wir mal auf. Oh oh. Ja, wir haben doch aber. Uppala. Ich gehe selber schon zurück. Ist auch gut, ne? Komm, du hast doch schon genug. Der Gegner ist in Abwehrhaltung. Greife an. Ja. Bin nur schon dabei. Schlage den blockenden Gegner 3-mal mit schnellen Angriff. Achso. Okay. Hammer. Achso. Ja, okay. Dann. Okay. Kein Problem. Durchbrich die Abwehrhaltung des Gegners mit schweren Angriff. Okay. Okay. Blocke den Gegner. Blocken war mit L2. Okay. Jetzt ein bisschen langweilig. Du sollst nur blocken, nicht zuschlagen. Okay. Ausdauerkosten 4 blocken. Okay. Wir haben es doch. Blocke 2 schwere Angriffe, alles klar. Ja, komm, schlag zu. Ja, schlag zu.
Na komm schon, Pussy, Pussy. Komm, schlag dich auch. Ah, okay, alles klar. Er muss... Ich dachte, okay. Komm. Komm. Okay. Alles klar. Drücke beim eingehenden Angriff L2, um kurz vor dem Treffer den Angriff abzuwehren. Alles klar. Der Trottel kommt jedes Mal, wenn er zuschlägt, aus dem Gleichgewicht. Nutzt das, um einen Konter zu landen. Okay. Ah. Shit, warte mal. Ey, ich mach doch. Ich drück doch, Elson. Ah, jetzt. Na komm schon. Ah, komm, das war doch. Ja, komm. Gerade eben, das ist so ein bisschen. Jetzt. Jetzt haben wir es. Brace the Pro Cutis. Drücke zweimal schnell. Das ist. Wie das klingt. Wähle. Jetzt weich ihm aus wie. Ich will, dass seine Faust nur Luft trifft. Okay. Ah ja. Haben wir doch. Jawohl. So. Sitze alle bisher gelernten Tischlinge ein um den. Oh Gott. Du hast den Pfad des Trottels gemeistert, junger Novize. Ich kann dir nichts mehr beibringen. Zeit für deine letzte Prüfung. Kann man jetzt. Ja, ist doch K.O. jetzt. Geht's mit Nahkampfwaffen. Ja, nice. Katana. Ja, nice. Okay. Okay. Oh Gott. Kaputt. Gut. Zeig mir, was du gelernt hast. Abschließender Test. Du bist mit einer Reihe an Waffen und einem Cyberdeck ausgestattet. Du triffst nun auf eine Reihe verschiedener Gegner, die du aus deinem Training kennst. Neutralisiere sie auf beliebige Art und Weise. Hopp, alles da. Oh Gott. Wo ist denn der jetzt? Alter. Nicht schön, aber effektiv. Super. Du machst das echt ziemlich gut. Naja. Stell dich auf die Plattform. Für Frau Matthias. Ja. Schön. Hi, Rippe. So, jetzt haben wir doch alles an. Simulation verlassen, alles klar. Achso. Tschüss, Mäuschen. Vielleicht bis irgendwann. So, ja. Sehr schön. Euer Paket kommt übrigens morgen. Zwischen 8 und 17 Uhr. Also das andere. Und? Nicht schlecht, ne?